vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchten stehen, mögen wir auch untergehen. Wenn das so weit ist, dann heißt töten, töten, töten. Ich war 14 Jahre alt, Jungvolkführer, und da wurden wir als Jungvolkführer zu einer Schulung abgeholt an einem Freitagmittag in Bischofsheim. Waren wir dort auch über Nacht in Bischofsheim, und der nächste Tag kam dann ein Parteiredner, der hat da einen Vortrag gehalten. Und er hat gesagt, unsere Aufgabe als Jungvolkführer ist, die junge Generation, also wir hatten ja die Buben von 10 bis 14, die zum unbedingten Gehorsam gegen den Führer zu erziehen und für den Führer zu begeistern. Das ist unsere Aufgabe. Es geht nicht darum, dass sie irgendwelche Sachen lernen oder so, also nur absoluter Gehorsam und Treue zum Führer. Und sagt, warum? Der Führer will ein großdeutsches Reich bauen. Um das gibt keinen Platz mehr auf der Welt, wo man das erstellen könnte. Die Welt ist aufgeteilt. England, Russland, Amerika, Frankreich, alles große Reiche, und für Deutschland ist nichts übrig. Und wir werden einen Raum erobern müssen, und zwar nach Osten. Und dort müssen wir 60 Millionen Menschen umbringen, um einen Platz für ein großdeutsches Reich zu schaffen. Und das ist die Aufgabe der Generation, die ihr jetzt betreut. Ja. Wenn das so weit ist, dann heißt töten, töten, töten. Wirklich. Und da war für mich die Sache erledigt. Da habe ich, das ist sowas als Ziel auszugeben, furchtbar, unmöglich, unmöglich. Also von dem Moment an war für mich die Sache gestorben. Ich bin habe niemand was davon erzählt. Er hat gesagt, was er uns jetzt sagt, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nur, dass wir wissen, worum es geht. Ne? Mhm. Und die ganze Symbolik war ja darauf eingestimmt. Wir haben ja gesungen, vorwärts, vorwärts, schmetternde Heldenfanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchten stehen, mögen wir auch untergehen. Also so war das schon programmiert. Ne? Ja. Also wir kämpfen, und wenn wir dabei kaputt gehen. Ja. Ja. Unsere Fahne flattert uns voran, unsere Fahne ist die neue Zeit, und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Das haben wir jeden Samstagmorgen gesungen. Und dabei haben wir die Fahne gehisst. Ja. Und deswegen war ich nie in irgendeiner Organisation drin. Ich weiß, wie ich nach Kassel kam, ins Flugzeugwerk. Meine Kameraden wurden zur Wehrmacht eingezogen. Ich wurde vom Arbeitsamt ins Flugzeugwerk geschickt. Ich hatte nämlich ein Zeugnis mit viermal sehr gut. Und die habe Schreiner gebraucht. Das war, der Stich war aus Holz. Und da habe ich gearbeitet dann. Und da weiß ich noch, da hat er gefragt, NSDAP, HJ, nix, NSV. Ja, sagt, sie sind ja gar nichts. Und dann sage ich, wir kommen von einem kleinen Dorf, bei uns ist das nicht so besonders. Und ja, da hat das Strich gemacht, erledigt. Also ich war in gar nichts drin.
Und so habe ich auch bei der, ein Jahr später wurde man dann doch angezogen, weil die Wehrmacht so große Verluste hatte. Mhm. Und bei der Vereidigung habe ich nur die Lippen bewegt. Ich habe mich nie an den Eid gebunden gefühlt. Ja. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde auf keinen Menschen schießen, selbst wenn es mich das Leben kostet. Und ich weiß noch, 14 Jahre alt, da war noch die Zeltmission in Hanau an der französischen Kirche. Und da bin ich mit dem Fahrrad abends hingefahren. Und da hat der Pfarrer gepredigt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder fürstliche Gewalt, noch Hunger, noch Krankheit, noch Missgunst, noch auch der Tod kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und in diesem Glauben bin ich auch zu Hause aufgewachsen. Mein Vater, mein Großvater, meine Mutter waren überzeugte Christen und haben das wortwörtlich geglaubt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das habe ich erfahren. Christus ist in allen Lagen bei mir gewesen und hat mich vor Verzweiflung geschützt und hat mir auch die richtigen Impulse gegeben. Also, was weiß ich nicht, ob ich das schon erzählt habe hier, Führer Geburtstag, die Wehrmacht greift an allen Fronten, Tagesbefehl. Der Kompanieführer, unsere Kompanie von 200 Mann, war geschrumpft auf ca. 40. Und wir waren noch 8 auf dem Stützpunkt, vorher waren wir 30 gewesen. Aber die Amerikaner, die uns gegenüber lagen, die waren etwa 4 Kilometer von uns weg in den Hängen. Da war ein Gefechtszug zwischen Tunesien und Algerien. Und in diesem Gefechtszug hatten die Stellung bezogen und die hatten überhaupt kein Interesse daran, uns anzugreifen. Ja. Haben das nie gemacht. Die haben uns mit Artillerie beschossen. Ja. Und wir sollten jetzt einen Angriff gegen die machen. Und da hat der Leutnant gesagt, wir haben nichts. Keine schweren Waffen, gar nichts. Wir sollen einen Infanterieangriff machen. Und zu meinem Unteroffizier, da habe ich dabei gestanden, sagte, Sie übernehmen die Vorhut, nehmen sich 2 Mann. Und da hat er gleich mich genommen und noch einen. Sie machen die Vorhut, sie stehen langsam. Wir warten ab, bis vollkommen dunkel ist. Sie schleichen sich an und wir bleiben noch auf Abstand zurück. So ging's los. Und wir sind geschlichen wie die Indianer, damit wir keine Geräusche von uns gewahren. Und wir waren den Hang hochgekommen und dann ging's flach etwas weiter. Und in dem Moment, wo wir da waren, plötzlich der Himmel hell wie am Tag, von Tausenden von Geschossen. Da waren die ersten Kontakte und da haben die Amerikaner, die haben damit gerechnet, da haben die Leuchtbojen geschossen. Das Gelände war taghell erleuchtet. Die dachten sich wahrscheinlich schon, dass an Hitlers Geburtstag... Dass wir kommen. Ja. Das haben die gewusst. Ja. Ja. Und da ging die Schießerei los. Jetzt, wir als Angreifer waren ja in der... Wir wurden gesehen und wir sahen nichts. Hm. Also es ist in kurzer Zeit zusammengebrochen. Hm. Die Schießerei hat nachgelassen. Da hat da wieder mal geschossen und da. Und
Also die Nacht, und wir haben jetzt im Moment, wo die Geschichte geleuchtet hat, flach auf die Erde. Da haben wir gelegen, zu dritt, neben. Dann sind wir zusammengekrabbelt, nebeneinander, und da hat der Unteroffizier gesagt, er versucht jetzt einmal, da war wieder Ruhe eingekehrt. Wir hatten ja aus unserer Umgebung nichts gemerkt, gar nichts. Er versucht jetzt mal, er ruppte mal vor, wir waren in einer Mulde, praktisch einer flachen Mulde, haben wir gelesen. Wir waren nicht zu sehen für die, die da in Stellung waren. Die konnten uns nicht sehen. Und er ist vielleicht von hier bis an die Werkstatt geruppt und er ist ein Schuss gefallen. Und da war es wieder still. Und da haben wir gewusst, Kopfschuss. Da ist, wir liegen direkt vor der feindlichen Stellung. Der zweite Mann sagt, er krabbelt jetzt nach der anderen Seite. Und nach wenigen Minuten ein Schuss aus. Dann warst du alleine? War ich allein. Da habe ich gewusst, ich bin in einer Todesfalle. Bleibe ich hier liegen und die entdecken mich am nächsten Morgen, erschießen die mich. Verdammter Nazi, bleibt die ganze Nacht hier liegen, ne? Wollte uns umbringen. Ne? Ja, die hätte da nicht lang gefragt, willst du oder was ist los? Nee. Die waren ja auch auf uns sauer. Wir haben ihnen ja das aufgezwungen, den Krieg. Die wollten das ja nicht. Ne? Die wollten ja nicht da im Feld rumliegen und so weiter. Ja, klar. Ja. Und also ich habe gewusst, bleibe ich liegen, ist endlich. Versuche ich jetzt hier rauszukommen, geht es mir genau wie den zwei anderen. Also, und plötzlich ging mir wie ein Befehl durch den Kopf, steh auf und geh weg. Ja. Bin aufgestanden und in dem Moment sehe ich, wie sich zwei flache, das waren englische Helme, wie die sich ducken in ihrer Höhle, nicht weit weg. Und ich bin seelenruhig, die Richtung, die ich gekommen war, bin ich gegangen. Ich habe ja jetzt für die keine Bedrohung dargestellt. Ich bin ja weitergelaufen. Langsam marschiert, nicht und in dem Moment, wo ich an den Punkt kam, wo es bergab ging, habe ich angefangen zu laufen. Und dann ist ein Schuss gefallen. Und der ging durch das Spatenblatt ins Bein. Und da bin ich, habe ich schon erlebt, erzählt alles. Ne? Bin gelaufen, bis irgendwann hingefallen. Und da habe ich gelegen. Und da hatte ich ein Bild vor mir, riesige, den Himmel habe ich gesehen. Ich war total glücklich. Ich habe gewusst, ich habe es geschafft. Ja. Und in dem Moment hat mich einer am Arm. Ja. Und das war ein, in dem Niemandsland haben aber noch die Araber gewohnt. Ja. Die vorher ohne in dem fruchtbaren Land gelebt haben, die wurden von unseren Franzosen da vertrieben. Die sind dann in die Randgebiete, sind die umgesiedelt. Und die mussten jeden Tag mit dem Esel Wasser holen. Den Brunnen gab es nicht und die mussten bis runter an den Wadi und mussten das Wasser holen. Und von unserer Kompanie, die Soldaten waren in der Richtung. Die waren ja nicht, wie dich angefangen hat zu schießen, als das hell wurde, sind die ja keinen Schritt mehr weitergegangen. Ne? Ja. Da habe die Jagd ausgehärtet. Und da kam der mit zwei von meinen Kameraden, also ob die mich gekannt haben, weiß ich nicht, kam zurück. Ja, und da habe die geguckt. Weiter weiß ich nichts. Auf einmal, die sind noch bei mir geblieben.
kommt er mit dem Esel zurück. Die zwei heben mich auf den Esel drauf und der bringt mich bis runter in unser Lazarettgestellung. Ja. Wo wir, und da hat ein Rotkreuz war mit, habe ich gesehen hier, der war ja beleuchtet, Rotkreuz war immer beleuchtet. Und da haben sie mich in den Rotkreuzwagen reingesetzt und da waren noch mehrere Verwundete drin. Und dann ist er nach einiger Zeit abgefahren zum Verbandplatz. In einer Moschee war das, Hauptverbandsplatz. Mhm. Und da habe die Bahre gestanden, da wurde ich auch aus dem Bus raus und auf die Bahre gelegt. Und musste ich warten, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, aber ein paar Stunden habe ich bestimmt gelegen und gewartet. Mhm. Und das Weih hat ja auch nicht mehr wehgetan hier, das hat auch aufgehört zu bluten. Mhm. Die hatte mir ja auch schon in dem Bus da die, das Bein noch verbunden. Mhm. Und dann hat der Hause da mich reingeholt in die, und auch den Schuss, also das Geschoss hat noch drin gesteckt, das haben die rausgeholt. Und es war ja praktisch dann nur ein kleines Loch im Fleisch zugebogen und Verband drum gemacht. Und ein Schild an die Jacke geheftet, Lufttransport. Also leicht verletzt, Lufttransport nach Deutschland oder Italien. Ey. Und so kam ich wieder mit einem Rotkreuzwagen nach Tunis in das Lazarett. Und dort hat es noch 14 Tage gedauert und da hat die gesamte Armee kapituliert. Hm. Der Oberst Arnim von Aschim, oder Aschim von Arnim hat er geheißen, der hat kapituliert. Hm. Es war ja so, ich habe nachher erfahren, wie wir in Gefangenschaft waren. Nach der Offensive haben die Amerikaner mit Panzer und Infanterie sind die langsam auf unsere Stellung zugerückt und haben da durch Lautsprecher also die Leute aufgefordert in Deutsch, sich zu ergeben, kommt heraus auf euren Stellungen, werft die Waffen weg, erhebt die Hände, ihr kommt in Gefangenschaft, alle Gefangene kommen nach Amerika, in 2 Jahren kommt ihr gesund wieder nach Hause. Und dann hast du dich auch ergeben? Ja, da war ich ja schon im Lazarett. Ja. Aber da gab es keinen Widerstand mehr. Die Leute haben ihren Kram weggeschmissen, haben sich ergeben. Ja. Ja, und damit war für mich der Krieg aus. Ne?